Unsere Themen am Dienstag. Früh übt sich, wer ein guter Gärtner werden will. Zwei Länder, eine Landschaft, ein Reiseführer. Und Liebe, Hass und Leidenschaft im Staatstheater. Das und mehr gleich hier bei LTV aktuell. Guten Abend und herzlich willkommen zu LTV aktuell am Dienstag. Im Cottbuser Berufsverkehr standen heute Morgen zwischen 3 und 9 Uhr erneut alle Räder still. Zum zweiten Mal innerhalb von knapp 4 Wochen hatte die Gewerkschaft Verdi zum Warnstreik aufgerufen. Sie will damit eine Lohnerhöhung von rund 120 Euro für die Beschäftigten durchdrücken. Die Cottbuser hatten sich jedoch auf den Streik eingestellt. Die Haltestellen blieben weitgehend leer. Laut Cottbusverkehr konnte gegen 10 Uhr der normale Fahrbetrieb wieder aufgenommen werden. Seit 4 Tagen haben wir kalendarischen Frühling und das Wetter spielt auch mit. Ein besserer Zeitpunkt zum Pflanzen junger Bäume lässt sich kaum finden. Und wer irgendwann die Früchte seiner Arbeit genießen will, der kann damit eigentlich nicht früh genug anfangen. Hier wird fleißig geschaufelt. Die Kinder der Kita Anne Frank pflanzen ihren eigenen Apfelbaum ein. Mit vereinten Kräften wurde der junge Baum in die Erde gebracht. Im vergangenen Jahr gab es auf der Grünwoche in Berlin einen Holzparcours. Alle dort erbrachten Leistungen wurden in Baumwachstumsleistungen umgerechnet. Die Stadt Cottbus hatte in diesem Zusammenhang die Möglichkeit, Pflanzen zu vergeben. Davon profitiert nun der Kindergarten um Leiterin Ilka Kummer. Ich habe mich dann bei der Stadt Cottbus beworben um einen Baum, und zwar genau einen Apfelbaum, weil unser leider eingegangen ist. Wir haben zwar auch Walnussbäume, Pflaumenbäume, andere Haselnüsse, Himbeeren, Brombeeren, alles hier in der Kita, aber eben leider nicht mehr unseren geliebten Apfelbaum. Und da lag es eben nahe, genau diesen wieder uns zu wünschen. Und die Kinder haben dabei nicht nur die Apfelsorte ausgesucht. Alle haben mit angepackt und das Loch ausgehoben und wieder zugeschüttet. Denn die Kleinen freuen sich am meisten über den Baum. Sie sind ja die Ersten, die sagen, oh, da oben hängt ein schöner Apfel dran, können wir den nicht runterholen, wir würden den so gerne essen oder wir möchten dies machen oder jenes machen. Also die Kinder sind eigentlich der ausschlaggebende Punkt dabei. Zum Schluss noch ein bisschen Wasser und die letzte Erde drauf. Dann geht mehr Kraft wirklich in den Baum. Und alles nochmal ordentlich festklopfen. Dann steht er, der Apfelbaum. Und vielleicht können die Kinder dann ja schon im nächsten Jahr die ersten Äpfel ernten. Ja, auch wenn die Äpfel vermutlich nicht gleich für alle reichen werden, teilen zu lernen ist ja auch nicht unwichtig. Die Stadt Cottbus weist darauf hin, dass das Abbrennen privater Osterfeuer verboten ist. Begründet wird das durch einen hohen Schadstoffausstoß sowie die große Belastung durch Feinstaub. Um jedoch den alten Brauch des Osterfeuers nicht sterben zu lassen, wird jeweils ein Osterfeuer pro Stadtteil erlaubt. Ein entsprechender Antrag muss formgebunden an den städtischen Fachbereich Ordnung und Sicherheit gestellt werden. Zu finden ist dieser unter cottbus.de. Das Wissen um die gemeinsame Kulturregion diesseits und jenseits der Neiße ist in den letzten Jahrzehnten leider zu einem großen Teil in Vergessenheit geraten. Ziel eines Forschungsprojektes war es, diese Gemeinsamkeiten wiederzuentdecken. Er konnte am vergangenen Freitag richtig stolz auf sich sein. Professor Dr. Günter Bayer, deutscher Historiker und Autor sowie Herausgeber zahlreicher Bücher, vollendete nun mit dem Zeitreiseführer Teil 2 sein neuestes Werk. Das deutsch-polnische Projekt, welches über die Kunst und Geschichte der Niederlausitz und der südlichen Lubuskie berichtet, fand bereits schon mit dem ersten Buch Adelslandschaft, Industrielandschaft, Zukunftslandschaft großen Anklang.
Wir haben den ersten Zeitreiseführer ja bereits vor 6 Monaten präsentiert und sind sehr angetan vom positiven Ergebnis, von den positiven Rückmeldungen, die Tatsache widerspiegeln, dass er angenommen wird von den Leuten. Also er findet großes Echo und die Leute machen auch diese Touren, die beschrieben sind. Und das war ja eigentlich auch der Sinn, dass wir unsere wissenschaftliche Arbeit nützlich machen wollen, etwas popularisieren und im Endeffekt damit zeigen, dass Geschichte auch eine Funktion hat für das Zusammenwachsen. Und das nicht ohne Grund, denn hätte es die Zusammenarbeit zwischen der BTU Cottbus-Senftenberg und der Universität Gjulonagura nicht gegeben, wäre eine solch komplexe Bestandsaufnahme der kulturellen Landschaft so nicht zustande gekommen. Dabei ist faszinierend zu sehen, wie umfangreich und vielfältig die Region beidseitig der Neiße doch eigentlich ist. Probleme waren die kurze Projektlaufzeit, die eigentlich nicht erlaubt hat, dass wir Ansätze der Zusammenarbeit so vertiefen können, wie es eigentlich wünschenswert gewesen wäre. Aber ich denke, wir haben einen neuen Blick, gemeinsamen Blick auf diese Landschaft geworfen und dadurch auch die Normalität zwischen Deutschland und Polen in diesem konkreten Fall bestätigen können und das wechselseitige Wissen vertiefen können, das ja sehr wichtig ist, um sich zu verstehen. Ich glaube, dass solche Projekte mit Brandenburgischer Technischer Cottbus-Senftenberg und unserer Universität Gjulonagura spielen eine sehr wichtige Rolle. Also die Kultur, Geschichte, das ist wirklich wichtige Basis für unsere Zusammenarbeit. 2 Länder, eine Landschaft und jede Menge verschiedene Reiserouten durch die Kulturlandschaft im Zentrum Europas. Wen das interessiert, der muss sich allerdings noch bis zum Mai gedulden. Denn erst dann sind die beiden Auflagen des Zeitreiseführers öffentlich über die Brandenburgische Landeszentrale für politische Bildung erhältlich. Der Clou dabei, sie sind kostenlos. Vor dem Start der Cottbuser Parkeisenbahn in die neue Saison am 1. April gibt es noch jede Menge Arbeit. Bahnanlagen müssen gesäubert, Grünflächen gepflegt und Bahnhofsgebäude geputzt werden. Um die Bahn startklar zu machen, wird daher jede helfende Hand benötigt. Alle großen und kleinen Fans der Bahn werden daher aufgerufen, tatkräftig beim Frühjahrsputz mitzuhelfen. Los geht's am kommenden Samstag, dem 28. März um 9 Uhr. Treffpunkt ist der Bahnhof Sandor Dreieck. Für das leibliche Wohl wird gesorgt. Und nun weitere Nachrichten aus unserer Stadt in einer Kurzzusammenfassung. Neue Taxitarife. Nach dem Inkrafttreten der Mindestlohnregelung sind in vielen Städten auch Taxifahrten schon teurer geworden. Seit Sonntag gelten nun auch in Cottbus die neuen Tarife. Nach der neuen Ordnung ist der Grundpreis von 2 auf 2,60 Euro gestiegen. Und auch die Zuschläge für die 5. bis 8. Person im Großraumtaxi wurden erhöht. Statt 2 sind hier jetzt 3 Euro fällig. Trotzdem liegen die Preise auch jetzt noch unterhalb des Brandenburger Durchschnitts, so die Stadtverwaltung. Fit für den Frühling. Auch in diesem Jahr wird traditionell eine Woche vor Ostern wieder die Stadt geputzt. Vom 26. bis 28. März soll Cottbus mit vereinten Kräften fit für den Frühling gemacht werden. An den ersten beiden Tagen putzen Schüler, Lehrer und Eltern zusammen die Schulen sowie Hort- und Kindertagesstätten. Samstag ist der Hauptaktionstag, an dem viele freiwillige Helfer an den 19 unterschiedlichen Stationen gern gesehen sind. Mit von der Partie sind unter anderem auch die beiden großen Wohnungsgesellschaften GWC und EG Wohnen, der städtische Eigenbetrieb Grün- und Parkanlagen und der Verein zur Förderung der Cottbuser Parkeisenbahn. 208 plus 60 Meter Toleranz. Der Cottbuser Künstler Andy Reitz gehört zu den 10 Gewinnern des gleichnamigen Graffiti-Wettbewerbs. Das Motto in diesem Jahr hieß Buntes Brandenburg. Mit seinem Entwurf von einem Koch, der in einer Kreativfabrik ein Süppchen kocht, das Menschen bunt und glücklich macht, konnte Andy Reitz die Jury überzeugen. Vom 24. bis 26. April werden die Künstler ihre Skizzen dann an 5 Gebäudeflächen der landeseigenen Liegenschaft in Potsdam sprayen. Zum Sport.
Hobbyläufer und Freizeitsportler treffen sich am kommenden Samstag zum 49. Branitzer Parklauf. Gleichzeitig gilt dieser Lauf als erste Wertung für den Sparkassen-Laufcup. Gelaufen wird über eine Distanz von 5 Kilometern. Der Startschuss fällt um 10 Uhr auf dem Sportplatz in Branitz. Für die Einzelwertung ist wie in den Vorjahren keine gesonderte Anmeldung erforderlich. Doch wer im Team laufen will, muss sich vorher anmelden. Das ist noch bis zum ersten Lauftag am Samstag möglich. Alle Infos dazu finden Sie im Internet unter sparkasse-spree-neiße-laufcup.de. An dieser Stelle lade ich Sie nun ein in das Staatstheater Cottbus oder besser gleich in das Elysium, dem Reich der großen Glücksverheißung. Liebe, Zauber, Verzweiflung und Eifersucht. Die Barockoper Alcina bringt das alles auf die Bühne. Nach 50 Jahren wird im Cottbuser Staatstheater wieder eine Händel-Oper gespielt. Die musikalische Leitung des Stücks übernimmt Ivo Henschel. Für ihn ist es eine ganz besondere Vorstellung. Erstmal freue ich mich sehr, dass ich hier in Cottbus sein darf als erster Kapellmeister. Und es ist ja immer noch meine erste Spielzeit, meine zweite wirklich eigene Premiere jetzt hier. Insofern ist das für mich immer noch was sehr Besonderes, hier sein zu dürfen und auch hier mit diesem tollen Orchester und diesem Ensemble Musik machen zu dürfen. Die Oper handelt von der Zauberin Alcina. Sie regiert das Reich Elysium. Mit ihren Kräften verzaubert sie alle Männer und nutzt deren Liebe zur Befriedigung ihrer Gelüste. So auch Ruggiero. Er verfällt ebenfalls den Zauber der hübschen Alcina. Sie ist einfach eine ganz spannende Frau, weil sie ist natürlich unglaublich stark auf der einen Seite durch ihre magischen Kräfte und letztlich ein Alpha-Tier, die plötzlich in ihrer gesamten Existenz in Frage gestellt wird und diesen wahnsinnigen Bruch erlebt zwischen sie hat alles unter Kontrolle und sie verliert ihren Verstand. Genau das passiert, als die Verlobte von Ruggiero ebenfalls nach Elysium kommt, um ihn zu suchen. Als Mann verkleidet gelingt es ihr, in das Reich einzudringen. Auf der Bühne zeigt sich dann ein Drama aus Liebe und Verzweiflung. Alcina verliebt sich jetzt selbst in Ruggiero. Ihre Zauberkraft wird damit gebrochen. Aber auch andere Bewohner von Elysium möchten ihren Willen durchsetzen. Ein verrücktes Spektakel entsteht, aus dem Ruggiero und seine Verlobte mit aller Macht fliehen wollen. Schauspielerisch und vor allem musikalisch ist das eine große Herausforderung. Ich habe wahnsinnig viel zu singen. Ich singe ungefähr eine Stunde in diesem Stück alleine. Und die Arien sind auch, es gibt keine Ausruharie, jeder Arie, die klingt zwar nicht unbedingt alles schwer, aber es gibt keine Arie, die leicht ist. Doch trotzdem meistert Laila Salome Fischer die Rolle als Alcina perfekt. Wie die Geschichte endet und ob es Ruggiero schafft, sich aus den Fängen der Zauberin zu befreien, das kann man bei der nächsten Vorstellung am Staatstheater sehen. Und die findet am Donnerstag, dem 2. April statt, also wer noch immer nicht weiß, was er ins Osternest legen soll. Wie wäre es mit 2 Karten für diese wirklich opulente Oper? Das war sie, unsere heutige Sendung. Morgen sehen Sie unter anderem einen Bericht über ein Casting im Cottbuser Konservatorium. Gesucht werden junge Musiker, die das Zeug haben, einmal gemeinsam mit dem Orchester des Staatstheaters zu spielen. Schalten Sie also auch morgen wieder ein. Bis dahin. Tschüss. Jetzt gibt's was auf die Eier. Nur zu Ostern und nur von Landskron. Der Probierkarton mit 4 Sorten zum Aktionspreis. Ab sofort, solange der Vorrat reicht, im teilnehmenden Handel. 4 köstliche Landskron-Biere mit Gewinnspiel und Videoguckcode im schicken Probierkarton. Also Brauspezialität Puppenschulzes Schwarzes und ein echtes Starkbier. Unser Maibock verkosten. Frohe Ostern. Landskron, so echt wie das Leben. Sag mal, Frank, hat Heike dich auch reingelegt? Nee, Ingo, wieso? Naja, von wegen schnelleres Internet und weniger Naschen. Die wollen bloß im Cottbuser Netz kostenlos miteinander telefonieren. Naja, unsere Frauen, clever wie immer. Das Cottbuser Netz gibt's bei Mito und Bär, bei Funk und Technik am Turm 14 und bei Teleco in der Hegelstraße 2 oder unter internet-cottbus.de. Kilo in 2 Monaten.
11 Kilo in 3 Monaten. 12 Kilo in 2 Monaten. Ich bin glücklich. Und das können Sie auch schaffen mit unserer Hilfe. Wir können heute in 5 Minuten über die Atemluft feststellen, ob Sie über eine Abnehmblockade verfügen. Sollte das der Fall sein, werden Sie einen ganz speziellen und individuellen Ernährungsplan von uns bekommen. Mit der Hypoxie-Methode sind wir in der Lage, Fett an ganz gezielten Problemzonen abzubauen. Die Kombination von Hypoxie und dem Stoffwechseltest ist genial. Wir haben gigantische Ergebnisse und absolut glückliche Kunden. Mit Hypoxie und dem erfolgreichen E-Scan Stoffwechsel-Coaching formen Sie Ihre Wunschfigur. Egal welches Alter, der Körper wird neu definiert und modelliert durch absolut raschen und messbaren Fettabbau an Bauch, Beine und Po. Nutzen Sie auch die weiteren hochwertigen Angebote der Schickeria. In der Schickeria Kosmetik und Körperästhetik, Annenstraße 1, Telefon 49 49 480. In der kommenden Nacht ist es gering bewölkt oder klar. Wer sein Haus am Stadtrand hat, muss noch einmal mit leichtem Frost rechnen. Zwischen +3 und -1 Grad werden erwartet. Der morgige Dienstag startet erneut recht frisch. Danach gibt es viel Sonne und nur wenige lockere Wolkenfelder. Im Tagesverlauf wird es schnell wärmer. Mit etwas Glück kann morgen zum ersten Mal in diesem Jahr die 20-Grad-Marke angekratzt werden. Der Wind weht mäßig aus östlicher Richtung. Ihr lacht gerne? Dann werdet das Lausitzer Lächeln 2015. Bewerbt euch mit eurem schönsten Lächeln vom 7. März bis zum 11. April und seid beim größten Fotoshooting der Lausitz dabei. Veranstaltet von der Spreegalerie Cottbus. Wie ihr euch bewerben könnt, ist ganz einfach. Lasst euch kostenlos bei Fotostudio Goethe fotografieren oder ladet euer schönstes Lächeln auf www.spreegalerie.de hoch. Auf die Gewinner warten attraktive Preise im Gesamtwert von über 5.000 Euro. Das Lausitzer Lächeln 2015. Macht mit und bewerbt euch in eurer Spreegalerie Cottbus. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter mit Knobi Vital. Es hat sich vieles gebessert, wie Blutdruck normal, Cholesterin normal. Und seitdem ich das Knobi Vital nehme, bin ich schmerzfrei. Selbst die Ärzte waren da total von mir. Es hat tatsächlich was gebraucht. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern.